Wir schauen uns heute nochmal das Thema Lederpflege etwas genauer an. Wir hatten ja bereits für euch Videos gedreht zum Thema Ledersitzreinigen und da hatten wir eine schwarze Lederinnenausstattung. Heute nochmal für alle, die auch eine helle Lederausstattung haben, ein Tutorial zum Thema Ledersitzreinigung. Und hier dieses hellbeige Leder, das ist auch schon etwas in die Jahre gekommen. Das Fahrzeug ist im Innenraum schon soweit fertig, aber wir haben für euch hier den Fahrersitz übrig gelassen und wollen hier nochmal die ein oder andere Methode zeigen, wie man diese ja doch sehr schicke Lederausstattung, die aber echt schwer zu reinigen ist, wieder auf Vordermann bringen kann. Und deswegen geht es jetzt los hier mit dem Thema Lederreinigung, speziell auf diesem hellen Beige. Viel Spaß! So, dann werfen wir mal einen Blick hier in den Innenraum, weil sowas hat man auch nicht alle Tage da. Ihr seht überall diese hellbeige Option mit angehakt hier bei der Konfiguration. Hier oben in dem Bereich haben wir auch noch dunklen Kunststoff. Und ich sage immer dazu, das ist alles Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Und das hat auch alles so seine Nachteile, wenn man hier so eine helle Lederausstattung hat. Das ist sehr empfindlich. Ihr seht es auch hier, kleine Flecken drauf. Abriebstellen, auch hier vorne an der Wange gibt es dann doch die ein oder anderen Abriebstellen und so kleine Schlarze, die versuchen wir mit zu entfernen. Aber generell, der Sitz ist jetzt noch ungereinigt. Und hier drüben haben wir mal die gereinigte Version. Ich denke mal, das wird auch in der Farbgebung schon ein deutlicher Unterschied. Hier vorne fällt genau dasselbe Licht drauf. Wir versuchen mal, den genauso wieder auf Vordermann zu bekommen, auch hier im hinteren Bereich. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten reinschreiben. Was sagt ihr zu so einer hellen Innenausstattung, auch hier an der Seite? Ist aber jetzt hier in dem Bereich alles schon wieder gereinigt und auf Vordermann gebracht. Und jetzt schauen wir uns mal von den Sitz genauer an. Bevor man hier an so eine Lederreinigung rangeht, schaut man sich erstmal die Oberfläche selbst an. Sind hier Beschädigungen drauf? Ist das Leder irgendwo eingerissen? Weil wenn man dann mit einer Bürste oder so drüber geht, kann es sein, dass die Beschädigungen noch stärker werden. Deswegen schaut euch das Thema erstmal an. Vielleicht habt ihr auch mal einen Freund oder auch einen Kunden mit einem Fahrzeug bei euch und da wollt ihr ja nicht noch mehr Schäden machen, als schon drin sind. Hier an der Seite sehen wir auch schon die ein oder anderen Striemen. Sind aber alle so in dem Bereich, dass man da auch noch mit einer Bürste zum Beispiel drüber gehen kann. Vom Allgemeinzustand sieht das wirklich noch gut aus. Ist halt jetzt ein Fahrzeug von 2009 und da sind natürlich schon die ein oder anderen Schmutzpunkte drauf, ganz logisch. Und bei so einem hellen Leder, da fällt das noch viel mehr auf. Hier sehen wir auch so ganz leichte Risse. Da gehen wir einfach ein bisschen vorsichtiger drüber. Hier vorne sehen wir auch deutlicher Verschmutzung und Abriebstellen. Und das ist ja in dem Bereich hier von öfters der Fall. Das ist ja hier der Einstieg. Hier reibt man ständig mit den Beinen drüber, hier an der Seite noch mit dem Hintern oder wie auch immer. Und dann wird diese Stelle eigentlich am meisten beansprucht. Hier auf der anderen Seite sieht es dann immer besser aus. Aber hier, das sind so die Bereiche, die wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und hier seht ihr mal die Fläche, die wir jetzt als erstes behandeln. Ganz wichtiger Schritt am Anfang, die Fläche absaugen. Hier aus den ganzen kleinen Ritzen die Krümel raussaugen. Ihr wollt ja nicht mit eurem Reinigungswerkzeug und dem Reiniger dann den Schmutz, der hier in den kleinen Fugen ist, noch zusätzlich auf dem Leder verreiben. Also absaugen, ganz klar, haben wir schon erledigt. Dann haben wir eine kleine Abtrennung für euch reingemacht, damit wir den Unterschied noch besser sehen können. Wir starten erstmal hier drüben auf der linken Seite vom Fahrersitz aus gesehen mit der ersten Variante. Und als Lederreiniger nutzen wir mal hier den Tensi Detailer, den Lederreiniger. Auch sehr günstig. Ihr könnt da jeden beliebigen Lederreiniger nutzen. Die sind alle auf einem sehr guten Niveau. Also zum Beispiel Colorlux, Sonax, Kochchemie, was auch immer. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier als Beispiel, weil es geht dort weniger um die Reiniger, es geht mehr um die Reinigungsmethoden. Und dann können wir auch schon starten. Erst gebe ich mir hier ein paar Sprüher auf das Leder drauf und noch einen kleinen Sprüher in den Pinsel rein. Wir starten mal mit dem Pinsel. Ihr kennt ja alle noch die ganz normalen Lederbürsten, aber wenn ihr so ein Leder vielleicht noch nicht in Arbeit hattet, dann einfach mal mit einem Pinsel starten und an einer kleinen Stelle ausprobieren. Es gibt durchaus Leder, die sehr empfindlich sind und die verlieren dann ganz schnell die Farbgebung, wenn ihr da mit einer sehr kräftigen Bürste drüber geht. Deswegen arbeite ich am Anfang erstmal mit so einem Pinsel. Und damit könnt ihr erstmal schauen, wie empfindlich hier die Lederoberfläche ist. Wenn ihr dann so ein Auto mehrmals in den Händen hattet, dann kennt ihr schon die ein oder andere Lederausstattung. Aber ich gehe da immer ganz gern auf Nummer sicher. Weil am Ende sind Schäden schlimmer als die 3 Minuten, die man da vorher nochmal investiert. Und der Vorteil mit so einem Pinsel, kommt man auch genau in diese kleinen Fugen rein. Das ist auch so ein Punkt. Deswegen gehe ich am Ende immer nochmal von hinten nach vorn. Und falls noch kleine Krümel drin sind, fallen die dann hier vorn nach unten. Ich denke mal, die meisten werden hier direkt mit der Bürste rangehen. Ist nicht verkehrt, aber ich gehe einfach auf Nummer sicher. Und jetzt gehe ich hier mal mit einem weißen Tuch drüber. Da sieht man das immer am besten. Falte mir das aber nochmal etwas kleiner, damit wir den Unterschied dann besser sehen können. Vor allen Dingen im Tuch. Gibt auf jeden Fall schon mal einen sehr frischen Duft jetzt. Und
Jetzt können wir uns das hier mal anschauen. Und das könnt ihr jetzt auch hier nochmal gut sehen. Also genau dieser Schmutz war jetzt hier auf dieser Oberfläche drauf. Und man kann es schön an dem weißen Tuch erkennen. Hier noch original weiß und hier haben wir jetzt diese starken Verschmutzung. Ist einfach so ein positiver Effekt und mit dem weißen Tuch gut zu sehen. Ihr könnt es auch nochmal auseinanderfalten und da wird es nochmal richtig deutlich. Also ihr seht hier diese richtigen starken Verschmutzung. Ihr könnt jetzt auch nochmal zusätzlich im Anschluss mit einer sanften Bürste drüber gehen. Und wir testen auch nochmal Werkzeug 2 und das hat ja noch eine etwas stärkere Reinigungsleistung. So eine Textil- bzw. Lederbürste. Ich nutze gern die von Shiny Garage, weil die noch etwas sanfter ist. Und hier können wir jetzt auch das Thema noch mal richtig bearbeiten. Und dann können wir hier auch in kreisenden Bewegungen drüber gehen. Ihr müsst hier nicht groß Druck ausüben. Einfach wieder den Reiniger und die Bürste alleine arbeiten lassen. Zu viel Druck ist auch eine viel zu hohe Beanspruchung hier für diese Lederoberfläche. Einfach gleichmäßig abreiben. Hier vorne die Kanten nicht vergessen. Hier hatten wir ja diese kleinen Risse schon. Da gehen wir auch ganz vorsichtig drüber. Und so funktioniert das eigentlich sehr, sehr einfach. Und vom Zeitaufwand hält sich das auch in Grenzen. Auch hier nehme ich jetzt nochmal das Mikrofasertuch. Auch hier nehme ich jetzt wieder eine frische Seite. Und dann reiben wir das nochmal ab. Und von der Optik her, ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Schmutz rausgekommen. Das werden wir gleich im Tuch sehen. Erstmal alles trocken reiben. Die Sitze im Anschluss dann so und so noch etwas ablüften lassen. Damit die Feuchtigkeit noch verfliegen kann. Und dann schauen wir uns das mal an und ihr seht, so eine Bürste, die holt da noch mal einiges raus. Und wir schauen uns auch noch mal die andere Seite an. Hier haben wir jetzt beide Seiten. Das war jetzt die Seite mit dem Pinsel und hier die Seite noch mal im Anschluss mit der Bürste nachbehandelt. Und ihr seht schon, hier kommt noch einiges raus. Also ganz klar, so eine Textilbürste hat noch mal eine größere Reinigungsleistung in Verbindung mit dem Reiniger als so ein Pinsel. Müsst ihr immer selber entscheiden. Ich denke mal, wenn die Sitze richtig alt sind und richtig ja, keimig sind, dann könnt ihr direkt mit der Bürste starten. Wenn ihr aber unsicher seid und wollt erstmal ausprobieren, wie reagiert die Oberfläche, dann erstmal so einen Innenraumpinsel nutzen, ist am Ende eure Entscheidung. Ihr habt es ja gesehen, in dem Tuch war jetzt immer noch Schmutz drin. Da meine Sitzposition jetzt etwas ungünstig ist, gehe ich jetzt nochmal auf die Fahrerseite und werde den Bereich jetzt nochmal mit der Bürste nachbehandeln, damit wir dann eine 100% saubere Oberfläche haben. Und dann schauen wir uns im Anschluss mal den 50-50-Vergleich an. Bis gleich. Da wir jetzt hier mit Reiniger gearbeitet haben, gehe ich jetzt im Anschluss nochmal mit einem zweiten Tuch drüber und nutze einfach nochmal ein bisschen Wasser, um hier den Reiniger noch etwas aus den Poren herauszuziehen und um das Ganze hier etwas zu neutralisieren, damit hier nicht so viele Tenside in dieser Lederoberfläche zurückbleiben. Also einfach nochmal so ein Sicherheitsschritt. Das heißt, ihr gebt euch einfach nochmal so ein paar Sprüher Wasser hier aufs Tuch und dann reibt ihr die Fläche einfach nochmal ab. Und dann könnt ihr auch noch mal die andere Seite des Tuches nutzen, um zusätzlich noch etwas zu trocknen. Und den Rest lasst ihr dann ganz normal ablüften. Jetzt können wir mal schauen, wie fühlt sich das an. Das fühlt sich einfach sehr schön glatt wieder an. Man merkt richtig diese Lederoberfläche wieder. Es klebt nicht mehr so mit den Händen. Und ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, also hier ist es sehr rau. Die Haut bleibt auch leicht kleben. Und hier haben wir eine sehr schön saubere Oberfläche. Also von der Haptik her schon ein deutlicher Unterschied. Und das ist jetzt hier mein Blickwinkel auf den Sitz und hier wird es auch nochmal richtig deutlich. Also ganz, ganz krasser und positiver Unterschied. Gereinigt, nicht gereinigt. Und da sieht man mal, was in den vielen Jahren dann an Schmutz hier drauf kommt. Und wenn man das hier nicht so reinigt, dann könnte man erstmal denken, okay, das ist jetzt hier die normale Farbe, okay, normale Abnutzung nach den Jahren. Aber wenn man den mal reinigt, dann sieht man, was hier eigentlich noch für ja, Farbkraft in dieser Lederfläche drin steckt. Und das sieht natürlich wesentlich frischer aus als dieses, ja, grau verschleierte hier auf der Seite. Und von der Haptik her brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier kleben richtig die Finger dran. Und hier drüben nichts. Also das ist echt ein gewaltiger Unterschied. Sieht sehr, sehr gut aus. Und die andere Seite reinigen wir natürlich jetzt genauso noch. Und jetzt kommen wir noch zu einem Werkzeug, was einfach viel Zeit spart. Das geht jetzt eher so Richtung Aufbereiter und an alle die, die vielleicht öfters mal solche Ledersitze reinigen müssen oder generell auch andere Oberflächen. Hier diese Bürstenaufsätze für den Akkuschrauber. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber ihr werdet gleich sehen, das funktioniert wirklich sehr gut und man kann viel Zeit sparen, weil auch hier eine gewisse Kraft dann auf die Fläche ausgeübt wird durch die Bürsten und dieser Bürstenaufsatz ist richtig weich. Also wer jetzt denkt, das ist hier so richtig hartes, extrem straffes Nylon, keine Panik, das ist sehr weich und ideal geeignet hier für solche Lederoberflächen. Und hier arbeiten wir jetzt genauso, nur wir müssen jetzt hier nicht per Hand rotieren mit der Bürste oder mit dem Pinsel, sondern das übernimmt jetzt hier der Akkuschrauber. Kleinste Stufe eingestellt und passt da wirklich drauf auf, nicht hier mit höchster Geschwindigkeit am Anfang, nicht, dass euch der Reiniger hier durch den Innenraum spritzt, etwas ausprobieren.
Vom Durchmesser 12,5 cm, nur damit ihr so die Relation kennt und auch einschätzen könnt, welche Flächen könnt ihr damit behandeln. Also hier an der Seitenwange ganz klar, müsst ihr mit der Bürste lang, kommt da gar nicht dazwischen. Aber hier diese großen Flächen, Sitzfläche, auch hinten die Rückenlehne und auch die Kopfstütze, ideal mit sowas zu behandeln. Und wir wollen euch ja auch immer neue Methoden zeigen und deswegen nicht viele Worte verlieren. Lederreiniger, gebe ich mir ein paar Sprüher drauf. Und auch ein paar hier hinten auf die Lederoberfläche. Wir werden die andere Seite jetzt nicht abdecken. Und dann starten wir mal hier in dem Bereich. Und das ist jetzt schon hier bei meinem Akkuschrauber die Maximalstufe. Und das geht sehr, sehr einfach. Ihr geht einfach gleichmäßig jetzt über diese Lederoberfläche drüber. Mehr Geschwindigkeit muss gar nicht sein, auch keinen starken Druck. Das ist jetzt so die Variante, wenn man einfach Zeit sparen muss. Genauso auch hier auf der Seitenwange. Oh ja, das funktioniert richtig gut. Hier waren ja am Anfang diese Striemen drauf. Auch hier im oberen Bereich geht das ohne Probleme. Und das ist wirklich so ein Tool. Da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das nutzt. Aber wir wollten es euch einfach mal mit zeigen und auch zeigen, dass es gut funktioniert. Jetzt für euch im Zeitraffer der Rest, weil sonst wird es einfach vom Geräusch zu anstrengend. Diese kleinen Borsten kommen auch sehr gut hier in diese Ritzen rein. Also das funktioniert echt ohne Probleme. Und jetzt können wir mal hier mit dem Tuch erstmal den Überschuss runternehmen. Also für diese großen Flächen ist es sehr gut geeignet. Ganz klar, für die Seitenflächen müsst ihr dann eine Bürste oder einen Pinsel nehmen. Und hier habt ihr jetzt mal das Ergebnis. Das ist jetzt hier von der Rückenlehne, also heftig, was da runterkommt. Und ein ähnliches Bild auch zur Bürste von der Verschmutzung her. Also das funktioniert gut. Ob ihr sowas einsetzt, ist komplett euch überlassen, aber wir wollten es euch mal mit zeigen. Ich finde, für die großen Flächen ist das eine schöne Erleichterung. Rückenlehne jetzt auch komplett erledigt und wir ziehen mal das Klebeband ab. Das sieht fast aus wie eine zusätzliche Naht. Nochmal im Anschluss trocknen und jetzt könnt ihr schön den Unterschied erkennen. Also auch hier an diesen Seitenwangen sieht man das schon heftig. Diese Seite hier richtig am Glänzen, die andere Seite wieder vernünftig und auch bei der Kopflehne, ja, auch selbst da. Und normalerweise lehnt man sich ja nicht so oft hier an diese Kopfstütze an. Sehen wir doch einen richtig positiven Effekt. Also der Unterschied ist deutlich. Und nochmal der Hinweis, dass in der Mitte ist keine Naht. Also das sieht fast aus, als wären das hier drei Nähte, aber hier, das ist wirklich die verschmutzte Oberfläche. Und wir werfen nochmal einen Blick auf die gesamte Seite. Ja, also heftig. Sehr, sehr gut sauber geworden. Mit Pinsel, mit Bürste und auch nochmal mit dieser rotierenden Bürste auf dem Akkuschrauber. Schönes Ergebnis. In der Nahaufnahme wird es auch nochmal deutlich. Also wir sind jetzt richtig nah ran und da sieht man, wie stark verschmutzt diese Poren doch sind und auch die gesamte Lederoberfläche, diese kleinen Maserungen, total ins Grau-Schmierige gehend. Also wirklich vom Ergebnis her sehr, sehr gut geworden. Auch hier hinten an der Rückenlehne gehen wir nochmal in die Nahaufnahme. Richtig Kohlraben-Schwarz eigentlich schon an der Stelle. Also vom Ergebnis her bin ich sehr, sehr zufrieden. Sieht wirklich gut aus. Und wenn man sich den Vorherzustand nochmal in Erinnerung ruft, dann weiß man erstmal, wie sauber so ein Sitz aussehen kann, wenn man den mal gründlich reinigt. Selbst hier an der Kopfstütze wird es nochmal deutlich. Also auch hier eine schöne auch Farbauffrischung. Die ganze Oberfläche sieht wieder besser aus. Ist gut geworden. Also richtig heftig wird der Unterschied, wenn man einfach mal hier als Fahrer in den Fahrgastraum reinschaut. Da könnte man denken, okay, das ist hier Schatten oder so. Aber nein, jetzt sehen wir mal schön nochmal den Unterschied zwischen gereinigt und Restverschmutzung. Den Rest machen wir jetzt auch noch sauber, weil so kann man ja nicht durch die Gegend fahren. Das sieht ja sehr seltsam aus. Nachdem ihr jetzt so viel Zeit und ja, Mühe auch investiert habt, lohnt es sich immer, das Ganze im Anschluss nochmal zu versiegeln. Da gibt es auch diverse Lederversiegelungen. Ich nutze jetzt hier mal von GN das Leather Coat und das werden wir jetzt mal hier auftragen. Das schützt einfach vor Wasserflecken, vor zusätzlichen Abrieb, vor Wiederverschmutzung und das soll jetzt bis zu 3 Monate schützen und da kann man das dann immer nochmal frisch wieder auftragen und hin und wieder auch die Sitze kontrollieren, wie stark dann doch die Wiederverschmutzung ist. Und da sich der Fahrzeughalter hier auch eine kleine Lederversiegelung gewünscht hat, kommt das auch mit oben drauf, ganz klar. Und dann gebt euch hier ein paar Sprüher drauf und dann könnt ihr schon starten. Braucht auch hier keinen Handschuh aufsetzen, tupft hier etwas auf die Oberfläche auf und dann reibt ihr das gleichmäßig einmal auf die Sitzfläche drauf. Das ist wirklich sehr ergiebig. Und somit verteilt ihr hier wirklich einen gleichmäßig dünnen Schutzfilm auf der gesamten Sitzoberfläche. Und ihr seht, das ist sehr ergiebig. Ihr müsst hier nicht viel einsetzen. Einfach gleichmäßig über die gesamte
Fläche verteilen, auch diese kleinen Nähte mit behandeln. Und ich gehe dann immer auch noch mal eine zweite Runde drüber, ohne frisches Produkt zu nutzen, ganz klar, sonst wird es viel zu nass. Und somit arbeitet ihr das richtig in die Oberfläche ein. Genauso auch hier der Hinterbereich, auch noch mal die Rückenlehne. Zweiter Durchgang ohne frisches Produkt, einfach noch mal gleichmäßig verteilen. Kopfstütze machen wir auch gleich noch mit. Ihr müsst jetzt nicht nochmal im Anschluss mit dem Mikrofasertuch drüber gehen. Lasst es einfach in Ruhe ablüften und dann auch 12 Stunden lang richtig in Ruhe trocknen lassen. Und dann könnt ihr wieder einsteigen und hier die nächste Fahrt beginnen. Ich empfehle euch das einfach nachmittags zum Beispiel zu machen und dann über Nacht das Fahrzeug in Ruhe stehen zu lassen. Weil sonst kann sich diese Lederversiegelung nicht 100% ausbilden. Sieht gut aus, gereinigt, top. Schöner Zustand, versiegelt im Anschluss, so muss es aussehen. Hier haben wir jetzt nochmal die Kopfstütze des Beifahrersitzes. Hier wurde das Leathercoat vor 48 Stunden schon genutzt. Das heißt, die Fläche ist schon fertig versiegelt und abgelüften konnte es auch schon gut. Und jetzt schauen wir uns hier mal das Abhärverhalten an, ob man hier doch einen deutlichen Unterschied sieht. Ja, also für Leder ist das hier wirklich ein sehr gutes Abhärverhalten. Und wir schauen uns das auch nochmal an, wie das aussieht, wenn das Leder nicht versiegelt ist. Hier können wir das nochmal schön uns anschauen. Die Kopfstütze darunter ist nicht versiegelt. Wasserfilm, er zieht sich nichts zusammen. Und hier oben haben wir nochmal die versiegelte Kopfstütze. Also sehr positiver Effekt, sieht gut aus und so muss es am Ende funktionieren. Damit haben wir jetzt die Sitzoberfläche, dieses beige Leder, wieder in einem hervorragenden Zustand. Auch das Thema nochmal versiegelt mit dem Gian. Und hier habt ihr nochmal alles, was wir dafür genutzt haben. Erstmal Thema Pinsel. Ich gebe nochmal den Hinweis, ihr könnt auch direkt mit der Bürste anfangen, aber so ein Pinsel, da kann man immer erstmal schauen, wie empfindlich ist die Lederoberfläche. Nicht jedes Leder ist gleich. Auch da einfach der Tipp, geht etwas vorsichtiger ran und testet das erstmal mit dem Pinsel. Aber wenn ihr euch dann gut damit auskennt und ihr könnt gut einschätzen, wie empfindlich ist das Thema, könnt ihr auch direkt mit einer Bürste rangehen. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich habe hier mal 4 Stück. Einmal auch die von Color Lock mit dabei, auch die von Shiny Garage. Die haben auch noch unterschiedliche Stärken. Ich finde, die Shiny Garage ist etwas weicher als die Color Lock Bürste. Deswegen ist die Shiny Garage aktuell mein Favorit, die lässt sich sehr gut hier auf solchen Ledersitzen einsetzen. Wie ich das dann gereinigt habe, habt ihr deutlich im Video gesehen, einmal mit der Bürste in kreisenden Bewegung, aber wir haben dann auch nochmal hier den Akkuschrauber eingesetzt mit diesem Bürstenaufsatz. Gibt es für wenig Geld auch im Ausland und da kann man hier doch sich viel, viel Zeit sparen. Ich denke mal, im Hobbybereich muss man das nicht unbedingt einsetzen, das ist eher vielleicht so ein Tipp für die Aufbereiter, wer das kennt und schon schätzen gelernt hat, der weiß, wie gut das am Ende sein kann. Aber wenn man nicht viele Sitze oder viele Innenräume am Tag reinigen muss, geht auch am Ende mit der Bürste. Einfach den Tipp nochmal mit genannt hier für den Akkuschrauber und am Ende das Thema auch nochmal versiegelt mit dem Gian Leather Coat und das hat am Ende auch gut funktioniert. Ihr habt schön den Unterschied gesehen zwischen versiegelter und unversiegelter Oberfläche und so muss es am Ende aussehen. Es muss gereinigt sein und nochmal im Anschluss schön versiegelt sein und dann ist das Thema perfekt erledigt. Und am Ende habt ihr auch gesehen, dass auch so ein sehr günstiger Lederreiniger durchaus seine Wirkung erzielen kann. Je nachdem, wie stark die Verschmutzungen sind, also der Tensi hat sich hier echt gut geschlagen. Den wollten wir einfach nochmal testen, weil das hier so ein kleines Ausnahmetalent ist, auch vom Preis her. Es gibt ja noch diverse andere Lederreiniger. Ich habe euch auch welche unten unter dem Video nochmal verlinkt, die wir auch in anderen Videos schon eingesetzt haben. Und wir müssen jetzt hier nochmal die Haptik vorknöpfen. Das ist ja jetzt der fertig versiegelte Sitz und das fühlt sich einfach sauber an, nichts speckig, schön glatt. Und ja, so steigt man auch gerne ins Fahrzeug ein und da merkt man auch, dass es jetzt wieder eine vernünftige Sitzqualität ist. Und damit haben wir jetzt ein schönes Ergebnis, Ledersitz gereinigt, versiegelt und das Finish perfekt. So muss es aussehen. Ich denke mal, der Fahrzeugbesitzer wird auch zufrieden sein. Wir sind durch mit dem Thema Lederreinigung, jetzt auch an dem Beispiel für helle Oberflächen. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein und wir stehen da zur Verfügung und beantworten da gerne eure Fragen. Und wir können auch gerne noch mal unten in den Kommentaren diskutieren. Seid ihr auch Besitzer einer hellen Lederausstattung? Wie seid ihr da hinterher mit dem Pflegen? Macht ihr das wirklich regelmäßig oder sagt ihr, alle 2 Jahre gehe ich da mal drüber? Könnt gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Wie pflegeintensiv seht ihr so eine Ausstattung? Ist wirklich Geschmackssache und da bin ich auf eure Meinung unten in den Kommentaren gespannt. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben für die Arbeit. Und am Ende nochmal die Frage, habt ihr das Ergebnis so erwartet? Also ich fand, der Unterschied war richtig gut zu sehen. Und da sieht man erstmal, wie ein vernünftig sauberer Ledersitz aussehen muss. Und dass dieser Grauschleier nicht zum Originalton gehört, sondern die Farbe muss schön kontrastreich sein und auch vom Look her so sein, wie es jetzt aussieht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.